Christina Stürmer, der neu gebackene Popstar aus Österreich. Wie fühlt man sich? Du hast jetzt den Amadeus Award bekommen. Was geht einem da durch den Kopf? Wie fühlt man sich da? Wie fühlt man sich in meiner Lage? Also ich denke eigentlich über das Ganze nicht allzu viel nach. Es kommt so, wie es kommt und uns macht Spaß und wir leben eigentlich alle fünf eher im Jetzt. Also wir machen uns jetzt einen Spaß aus der ganzen Sache sozusagen, aber zu viel auf dem Ganzen irgendwie, wir haben Amadeus Award, ja, es ist alles schön und gut, aber man muss trotzdem immer weiterarbeiten und weiterarbeiten, dass man nicht stehen bleibt. Wolltest du immer schon singen und irgendwie so eine Karriere im Pop-Business machen oder hast du da eigentlich noch nie dran gedacht? Also ich habe eigentlich als kleines Kind schon sehr, sehr gerne gesungen, habe mit 13 in der ersten Jazzband angefangen zu singen und also ich habe mir das nicht vorstellen können, also ich habe nicht einmal einen kleinen Gedanken daran verschwendet, dass ich das hauptberuflich machen kann, dass man damit Geld verdienen kann, also das war ja unmöglich. Also ich habe in meiner Band gespielt vor so maximal 100 Leuten oder so, dass das Ganze so aufgeht, mit dem habe ich nicht gerechnet und habe ich nicht mal gehofft, nicht mal daran gedacht. Du hast ja in deinem früheren Beruf viel mit Büchern zu tun gehabt. Welches war das letzte Buch, was du im Moment gelesen hast? Von Selim Özdogan, der kommt aus Köln, und zwar war das das Buch Die Tochter des Schmieds, ja. Und wie hast du dich, aber egal. Wie hast du dich so gefühlt hier bei 10 FFH-Zuschauern, so das kleinste Konzert überhaupt? Also das Gefühl hier war eigentlich ganz lustig, also es war extrem witzig, weil wir das noch nie erlebt haben, so vor 10 Leuten. Es war wunderschön, also es wird jetzt immer heißer und heißer, es ist ganz einfach was Besonderes gewesen und sehr familiär, sehr gemütlich und vor allem, wie gesagt, was Besonderes für uns und auch für die 10 Fans, die das gewonnen haben. Ich sing selber sehr gerne, deswegen habe ich mitgesungen. Wie war es denn jetzt so nah dran zu sein? Also es ist toll, ich meine, man denkt ja so Stars, boah, klasse und sie kann jetzt auch wirklich live sehr gut singen und ich meine, wenn man sich so andere Stars anhört, die sind live manchmal auch ziemlich grausig, aber sie, ich meine, was in ihr drinsteckt von der Stimme her, ist einfach genial. Also es ist auch bei mir ein totaler Favorit momentan und sie ist auch so natürlich und goldig, also war ganz toll, dass wir jetzt hier dabei sein konnten. Mit welchem Witz haben Sie sich denn hier qualifiziert? Ui, der ist ein bisschen länger. Also. Die Österreicher bauen eine Stromleitung über Land, kommt einer vorbei, bleibt stehen und lächelt, geht weiter, kommt der zweite vorbei, lacht, kommt der dritte, stellt sich hin und kriegt sich überhaupt nicht mehr ein vor Lachen und dann fragt den Arbeiter, ja, warum lachst du denn so? Ja, ganz einfach, ihr baut die Zäune so hoch, dass die Kühe unten durchkommen. Ja. Wie hat Ihnen das Konzert gefallen, abgesehen für eine Österreicherin? Nee, ganz klasse, also sehr natürlich und also einfach nur super nett, ganz klasse. Warum wolltest du denn unbedingt hier dabei sein? Weil ich die Musik jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit höre und ja, es ist einfach schön, es berührt einen. Ja, was gibt dir das so, die Musik? Man kann sich hineinversetzen, auch die anderen Lieder auf der Platte, also kann man ganz gut auch nachvollziehen, das ist einfach schön. Das heißt, du bist echter Stürmer-Fan? Ja, ja, kann man richtig sagen.